Ja, meine Damen, meine Herren, darf ich Sie recht herzlich begrüßen hier am heutigen Montag, einen Tag vor dem DFB-Pokal, zweite Hauptrunde. Große Runde heute hier im Presseraum der MDCC-Arena. Wie gewohnt an meiner Seite begrüße ich Cheftrainer Jens Hertel des 1. FC Magdeburg und unseren Mannschaftskapitän Marius Sovislo, die beide heute für Rückfragen auch zur Verfügung stehen. Genau, die Partie wird ja morgen um 20.45 Uhr relativ spät angepfiffen. Wie gewohnt ist zwei Stunden vor Spielbeginn dann die Stadionöffnung, also 18.45 Uhr. Wir möchten an dieser Stelle natürlich die FCM-Fans und auch die Gästefans bitten, rechtzeitig anzureisen, da es eben sehr voll wird. Es sind dann am Ende etwa 23.000 Fans hier in der MDCC-Arena, also ausverkauft. Dementsprechend, wie gesagt, die Bitte rechtzeitig anzureisen und eben die öffentlichen Nahverkehrsmittel da an der Stelle auch zu nutzen. Genau. Die Schiedsrichteransetzung, die kam vorhin noch. Schiedsrichter der Partie ist Daniel Siebert mit seinen Assistenten Lasse Koslowski und Jan Seidel und vierter Offizielle ist Christoph Günsch. Genau, und dann würden wir einfach erstmal ins Sportliche hineinschauen. Wie gesagt, zunächst erstmal herzlich willkommen unseren Trainerchef, Trainer Jens Hertel. Jens Hertel, wie sieht's aus? Borussia Dortmund ist ja nun ein besonders schweres Los, eines der schwersten Lose, das man wohl erhalten konnte. Wie kann man morgen Abend auftreten und gibt es da aus Ihrer Sicht überhaupt eine Chance? Ja, also hallo, in die größere Runde. Also eine Chance, die hat man immer, egal natürlich wie groß die ist. Und in diesem Spiel ist es sicherlich für uns nicht ganz so groß, aber es ist trotzdem eine Chance. In Prozenten kann man es schwer ausdrücken. Es kommt hier eine deutsche Spitzenmannschaft nach Magdeburg, die, sag ich mal, in den letzten Jahren den deutschen Fußball maßgeblich mitgeprägt hat, die 11-12 unter Jürgen Klopp ein bisschen auch einen anderen Fußball gespielt haben, der dann auch für andere Mannschaften ein Stückchen ein Vorbild war oder eine Schablone und die jetzt aktuell Spitzenreiter in der Bundesliga sind, die Champions League spielen regelmäßig und jetzt hier zum Pokalspiel herkommen und trotzdem können an manchen Tagen, wenn alles stimmt, ein paar Sachen auch funktionieren, die man sich vornimmt. Natürlich phasenweise Grenzen verschwimmen und dann braucht man halt ein bisschen Glück und dann ist man auch in der Lage, als Drittligist eine gute Partie gegen den Bundesligisten abzuliefern und an bestimmten Momenten ihn vielleicht auch irgendwann mal zu schlagen. Dass das jetzt gegen Dortmund oder Bayern München extrem schwer ist, die das in den letzten Jahren also sehr, sehr seriös gegen unterklassige Mannschaften abgearbeitet haben. Ich glaube, nicht irgendwo in die Bredouille gekommen sind. Das macht das natürlich diese Aufgabe schwieriger, auf der anderen Seite natürlich auch leichter, weil niemand erwartet was von uns. Wir können dieses Spiel genießen, es ist ausverkauft, es ist Flutlicht an, es wird laut werden in dem Stadion und die Leute werden uns schon ein bisschen pushen und jetzt müssen wir diese Energie sammeln und umsetzen auf dem Platz und ihnen dann hier eben auch alles abzuverlangen. Ja, dankeschön. Marius, der Trainer hat es schon ein bisschen angedeutet, auch der morgige Gästetrainer hatte heute Mittag gesagt, er erwartete ein Spitzenspiel hier in Magdeburg, eben weil eben der Zweitplatzierte der dritten Liga auf den Tabellenführer der ersten Bundesliga aufeinandertreffen. Wie siehst du das? Welche Besonderheit hat diese Partie eben auch für Magdeburg und für die Region, dass wir gegen Dortmund im DFB-Pokal antreten? Ja, auch von mir erstmal hallo und herzlich willkommen. Diesmal sind ja ein paar mehr Leute da. Da sieht man halt auch, lässt sich die Frage eigentlich relativ einfach beantworten, dass das schon sehr, sehr wichtig für die Region ist. Für die Stadt, für das Bundesland, weil alleine durch die ganzen Medienvertreter, die jetzt hier gerade vor Ort sind, merkt man, dass das Spiel natürlich eine enorme Bedeutung hat. Also es wird überregional ausgestrahlt. Wir sind durch die dritten Liga Gott sei Dank schon bundesweit irgendwo in Fokus, aber ich denke mal, bei so einem Spiel wird da nochmal genau hingeguckt, weil man neben Bayern München, glaube ich, das Schönste losziehen konnte, was es auch in den Topf gab. Und es gibt viele Leute, die sich auf das Spiel freuen. Es sind zwei Traditionsvereine und man kann halt bei diesem Spiel auch zeigen, dass man in den letzten Runden, dann nehme ich den Landespokal mit dazu und die erste Hauptrunde, nichts geschenkt bekommen hat, sondern man muss an die Leistungsgrenze gehen und das steht dann halt auch irgendwo wieder für eine ehrliche, kontinuierliche und seriöse Arbeit, die auch hier in Sachsen-Anhalt vollstatten geht und
natürlich ist das jetzt mit Borussia Dortmund etwas Sensationelles, was wir uns irgendwo erarbeitet haben, und wir freuen uns komplett drauf, und da sind jede Menge Menschen, die sich in Sachsen-Anhalt mit uns freuen. Genau, daran schließt sich meine zweite Frage: Wie wird das Team, auch dein Team, morgen in diese Partie hineingehen? Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf das Spiel. Es ist ja so, dass in den letzten Tagen viel darüber gesprochen wurde, die Liga ist das Wichtigste, das Pokalspiel ist ein Bonusspiel, da gehen wir absolut mit. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, sollten wir uns als Mannschaft auch auf dieses Spiel freuen. Also weil es ist nicht selbstverständlich, dass man in der zweiten Hauptrunde steht im DFB-Pokal. Das habe ich ja gerade kurz schon erläutert, dass wir dafür auch sehr, sehr viele Hürden in den Landespokal nehmen mussten. Mit den FC Augsburg hatten wir auch einen Bundesligisten hier zu Gast, dem wir Gott sei Dank alles abverlangt haben, am Ende auch, denke ich, verdient in die zweite Runde eingezogen sind. Und wir als Mannschaft freuen uns auf dieses Spiel, einmal sich mit den größten Bundesliga-Stars der aktuellen Zeit messen zu dürfen. Das ist der amtierende Pokalsieger. Man will wirklich mal sehen, wie schnell ist derjenige, wie verhält er sich im Zweikampf, wie kann man ihn da ein bisschen die Butter von dem Brot nehmen. Und ich denke, da ist die Mannschaft unwahrscheinlich heiß und wird auch alles an den Tag legen, dass wir Dortmund hier nichts schenken. Danke, Marius. Ja, dann kommen wir zu Ihren und euren Fragen, liebe Pressevertreter. Wer macht den Anfang? Manuel Heuscher, bitte. An den Trainer. Ja, Sie hatten ja gesagt, dass nach dem Nachwuchsspiel die Zeit sehr, sehr gering war und die Vorbereitung bzw. die Aufarbeitung so ein bisschen so ein Mix sein wird. Können Sie uns ein bisschen erläutern, wie das jetzt vonstatten ging, weil es ja nur wenige Tage jetzt eben zwischen diesen zwei Spielen gab und Sie auch gesagt haben, Sie machen die Intensität dieser Aufarbeitung ein bisschen vom Ergebnis abhängig, was jetzt ja mit dem 0-3 nicht so gut ausfiel. Ja, deswegen mussten wir es dann wahrscheinlich auch ein Stückchen länger behandeln. Wir haben uns also gestern in Ruhe hier vor dem Training uns noch mal ein paar Szenen angeschaut, noch mal besprochen und auch gesehen, was gut war, was nicht ganz so gut war, weil das schon ärgerlich war, in der Phase der Saison jetzt so ein Spiel dann hier zu Hause dann eben doch so deutlich zu verlieren. Und heute werden wir uns also mit der Mannschaft dann natürlich intensiv mit Dortmund beschäftigen. Das Trainerteam hat das gestern nach dem Training haben wir Videos zusammengestellt und sind jetzt haben wir uns ein bisschen für uns so einen Matchplan entwickelt. Den werden wir heute der Mannschaft vorstellen und dann werden wir morgen früh nochmal trainieren, dann ins Tageshotel gehen und dann hierher kommen und dann hoffentlich in Dortmund hier einen heißen Tanz liefern. Michael Holzberger, bitte. Frage an den Trainer: Werden Sie das Pokalspiel nutzen, um zu rotieren, oder werden die besten Elf auflaufen? Naja, wir müssen jetzt schon genau schauen, weil wir haben ja am Sonntag auch das nächste schwere Spiel, wer da jetzt frisch ist, auch von den Jungs, die hier 90 Minuten gegen Unterharing am Sonnabend auf dem Platz standen, was ja jetzt auch kein ganz unintensives Spiel war. Und da müssen wir heute nochmal schauen. Gucken wir uns die Trainingseindrücke heute an, haben dann morgen nochmal, kann immer noch was passieren, und dann, sag ich mal, werden wir dann entscheiden, wie wir das personell dann angehen. Michael Nowak. Herr Happel, Thema Torhüter. Im letzten Pokalspiel in der ersten Hauptrunde hätte er eigentlich Herr Bruns stehen sollen, der sich dann natürlich auf tragische Weise verletzt hat, 24 Stunden vorher. Bekommt er dieses Angebot jetzt wieder? Es gibt eine klare Absprache. Werden wir jetzt nichts verraten, das werden wir morgen sehen. Und also wir haben dann schon mit den Torhütern gesprochen und haben dann auch eine klare Entscheidung schon vor 10 Tagen getroffen, auch was das Pokalspiel jetzt gegen Dortmund anbetrifft. Rudi Bartlett. Nach den Erfahrungen vom Kollegen Nowak frage ich Sie nicht nach Ihrem Matchplan. Ich frage mal andersrum. Dortmund ist bekannt dafür, dass sie das Offensivspiel, dieses 4-3-3 mit Bosch, unter allen Bedingungen durchziehen, ob das in die Kosier ist oder sonst wo. Sind Sie auf so ein System auch eingestellt oder denken Sie, dass er was ändern wird? Ich denke nicht, dass er was ändert. Er hat ja auch keinen Grund. Er ist Erster in der Bundesliga. Die haben jetzt, wenn man jetzt das Spiel in Leipzig nimmt, davor war alles super und alle waren begeistert von der Art, Fußball zu spielen von Dortmund. Und jetzt, nach einer Woche, wo man in der Champions League auswärts unentschieden spielt und in Frankfurt unentschieden spielt, ist auf einmal alles grottenschlecht. Also das stimmt nicht und das ist nicht so. Und er wird also, ich denke, auf keinen Fall irgendwie großartig was ändern. Sein Fußball, seine Idee hängt sicherlich auch an dem
4-3-3, aber er hat es ja dann auch situativ schon umgestellt, hat ja dann auch schon mit einer Dreierkette gespielt hinten, um dann noch mehr Personal nach vorne zu bekommen. Also er ist da schon noch flexibel. Aber ich denke, dass er jetzt natürlich gerade in so einer Phase an Dingen, die er für richtig hält, dann auch festhält. Ja, gibt es weitere Fragen? Der Kollege? Die Frage vielleicht dann weiter. Wenn Sie jetzt die Wahl hätten zwischen einem Pokalsieg gegen Dortmund und dem Aufstieg in die zweite Liga, wie würden Sie sich entscheiden und warum? Da brauche ich gar nicht lange drüber zu überlegen. Das ist immer der Aufstieg. Also es ist, da wird die Arbeit eines ganzen Jahres genommen. So hat man halt nur eine Momentaufnahme und das würden wir gerne eintauschen. Also da würden wir morgen gerne rausfliegen, würden wir jetzt hier unterschreiben, wenn wir dann im Mai hier feiern könnten und in der Liga höher wären. Ja, kann man nur den Punkt hintersetzen. Weitere Fragen? Gut, dann vielen Dank erstmal für Ihr Kommen. Wir freuen uns morgen Abend auf ein heißes Pokalspiel in Magdeburg. Dankeschön. So viel, ob man drei Fragen mal.